Ja, Windows 7 hier angeschlossen. So muss ich gucken. Moment, ich muss kurz hier. Haben wir ein bisschen Strom hier eingemeint? Ja, das ist für Akkus, die ja neu ist. Das würde ich gleich alles auf den Laptop gleich alles angehen. Alles angehen hier. Da ist der Akku. Es leuchtet blau, keine Ahnung. Ist auch ganz schön. Muss aber sein. Reinschieben. Schieben wir uns mal rein. Stecke den Akku rein, meine Muschi, denke. So. So, mal gucken. Ja, auf diesem System, da ist Windows 7 drauf. Ja, läuft jetzt eigentlich eine Minute. Ja, Windows 7. Ja, 2 GB, ja. Und da steht hier natürlich Windows aktiviert, also das ist auch aktiviert. Ist auch so eine Falle. Ja, das ist das schöne Betriebssystem, was ihr da zum Beispiel seht. Also wunderbar, also ein gutes System hat man hier jetzt hier, aber man muss, das Ding ist artfehl langsam, keine Ahnung. Mal gucken, ja, wie wir das machen können. So, dann gibt es hier noch ein paar noch weitere Sachen. Chrome Browser und alles sofort. Aber dieses ist praktisch, kann man ein bisschen nah rücken. Ein bisschen hier gucken. Was gibt es denn hier noch? Chrome ist noch an Bord. Der Chrome geht jetzt, der Internet ist da, aber noch ein paar Programme sind noch hier installiert, was ihr wenn nur bekommen habt oder bekommen hattet. Ist hier noch ein paar Programme installiert. Und alle Leute sagen sich, zu viel kann es auch nicht so sein. Stimmt aber nicht, es sind noch viele Programme noch drauf. Und zwar, die sind hier, wie viel das hergestellt worden ist. Es riecht hier. Es riecht nach neu noch, also Neufabrik. So, hier 1010, 1009, 1012, 1011, 1010, 1011, 1009, 1010 und weiter so fort. Und man merkt auch natürlich, hat hier natürlich auch, wir können auch meinen PC, ja, ein USB-Stick haben. Ich besitze hier einen USB-Stick. Ja, ein USB-Stick, den man natürlich für Installation verwenden kann für Windows 10. Da würde ich natürlich der für dieses Laptop kein Windows 10 drauf laufen, weil natürlich auch 2 GB kommt das gar nicht aus dem Arsch, weil das ist würde ich gar nicht empfehlen. Würde ich natürlich eben Windows 8 draufschmeißen oder so. Oder Linux ist mir doch egal. Dann gibt es ja natürlich, man lädt einfach irgendeine Seite, muss ich jetzt gucken, erstmal bei dir so neigen. So, geht man jetzt hier. Pass auf. So, wir gehen jetzt hier. Oh, ich hasse mein Handy, weil ich habe wenig Zoll. Das ist ziemlich weiß, weil Leute, die nicht wissen, für dieses Video ist hier eine Produktplatzierung. Also, weil ich hier mein Geschenk lange gewartet habe. So lange, dass die Ohren wachsen. Und heute ist auch das Video auf 4K möglich. Dann gehen wir mal gucken, was ihr natürlich alles so braucht. Systemanforderung, da steht auch hier Systemanforderung. PC-Anforderung, weiter Downloads, Feedback, ja, teilweise. Ja, da kann man hier dieses Tool, dieses Make-Rating-Tool, dieses Tool runterladen. Oder man kann mal diesen Update-Assistenten versuchen zu runterladen oder dieses Tool. Kann man natürlich aus den Windows 10, also Moment, aus den Windows 10, daraus kann man hier ein USB-Stick, dafür hat das Ding kein Laufwerk oder sowas, der hat hier kein Laufwerk, also dafür und natürlich besitzt er es ein bisschen praktisch, kann man auf der Fahrt mitnehmen, ein paar Fotos machen oder so,
Dieser Stick braucht ihr. Dafür lädt ihr das Ganze hier runter, macht euch einen Stick heraus. Das ist ganz wichtig, das werde ich irgendwann mal zeigen. Aber jetzt nicht in diesem Video, weil es geht jetzt weiter mit den Läppi. Was sehen wir hier noch ein bisschen drauf? Wir sehen hier noch ein bisschen hier. Noch ein paar macht im Hintergrundbild und natürlich hier sehen wir das Ganze auch, dass ich jetzt festgestellt habe, was für Leistung ja Windows 7 oder mit den AOC-Leiste sein, die besitzen, was das besitzt, das besitzt man eigentlich, aber man kann es auch ausschalten, dieses Glas zu sein, das ist ganz einfach. Eigentlich Leute, ich habe das einfach voll Leistung aktiviert, also ich habe das dieses XP oder dieses Mod aktiviert, also das kann man auch aktivieren. So, ja, und so weiter, so fort. Dann haben wir hier zum Beispiel hat eine Touchpad, hat ein WLAN, hat eine auch, das habe ich auch, da habe ich das festgestellt, das hat auch hier ein Bluetooth, das sieht auch Bluetooth, das Ding hat auch Bluetooth. Dann hat man hier HD Zoll, dann hat man hier HD, das heißt, kann zum Beispiel bei euch anbinden. Kann man auch machen. Dann hat hier so ein Windows 7 Aufkleber. Das ist, gab es sogar diese Notebooks eigentlich meinen. Dann haben wir noch den, ja, und noch diesen Hersteller. Und dann haben wir noch eine Kamera. Das ist, ja, gefällt mir einfach so gut. Aber der einzelne Mal, so könnt ihr malen, ihr könnt natürlich, aber Leute, wenn zum Beispiel ums Spielen geht, willst du natürlich ein bisschen Hoffnung machen. Ihr könnt ein paar Texte schreiben damit. Aber bloß auf jeden Fall nicht im Internet damit mit den Dingen, weil es gibt natürlich hier Windows-Updates. Muss ich gucken. Windows-Update, ich muss kurz gucken. Ach, das streckt mich immer an. Man sucht man das Ganze und dann findet das Ganze ganz vorne. Das ist meine Güte. So, mal gucken. Da gibt es hier noch natürlich Windows-Update. Dann, wenn man zum Beispiel Update sucht, das machen wir einfach mal. Da sucht man nach Updates, aber der Update-Fehler. Hat auch eine Macke hier, keine Ahnung. Warte mal. Ja, empfohlen. Machen wir mal empfohlen. Machen wir mal empfohlen hier. Und suchen unser Update. Das ist sehr wichtig. Dann kann zum Beispiel sein, dass welche ausgeschaltet worden sind, die Dienste. Das ist ganz easy, aber jetzt nicht. Ich will nur zeigen und ja, erleuchtet das Ganze. Und ja, da sind noch zwei USB-Stick-Slots hier. Also Moment mal, ich kann da nicht aufstehen. So, da gibt es hier zwei USB-Stick-Slots. Dann hat man hier noch für ein Mikrofon, für eine Soundkarte. Dann hat man noch, keine Ahnung. Dann hat man hier linken Seite, da können wir mal ganz gucken. Da hat man hier noch ein LAN-Kabel. Also LAN-Kabel haben wir hier. Also vorne ist das LAN-Kabel und hier ist nochmal so ein USB-Stick. Und da ist das VDNA. Das heißt, kannst du zum Beispiel jetzt, wenn du zwei Monitor hast, kannst du anschließen. Ja, sag ich mal. Gerne jetzt das Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wiedersehen und tschüss.